Und herzlich willkommen zurück, denn wir spielen Evoland. Letztes Mal hier in Agoy City stehen geblieben. Ich bin etwas säuerlich. Wisst ihr warum? Ein Spiel auf Steam, welches ich noch Let's Playen wollte, funktioniert nicht mehr. Es startet einfach nicht mehr. Und das war das Spiel Undertale gewesen, das ich morgen Let's Played hätte für euch. Ich habe schon viel versucht, da ein bisschen rumzudeichseln. Ich glaube, ich krieg's so jetzt mal nicht hin. Also ein anderes Projekt startet dann morgen und werdet ihr dann baldzügig sehen. Vergessen wir das jetzt halt. Aber gut, ich wollte jetzt ja doch was aufnehmen und was spielen, damit ich einfach runterkomme. Einfach auf andere Gedanken. Und wir sind hier stehen geblieben. In Agoy City schon erwähnt und wir suchen jetzt nach Bomben. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich an die Bomben rankomme. Aber es gibt bestimmt eine Möglichkeit. Ich wollte jetzt noch schnell was kaufen. Ich war nämlich noch fleißig, habe offscreen gelevelt bis Level 10. Und den schnellen DVD-Player, damit wir halt schnell laden können. Schnell DVD-Player-Modus. Und tschüss, langsame CD-Ladezeiten. Ihr werdet uns nicht fehlen. Ganz nett. Und einige Tränke habe ich gekauft. So 15 Stück. Und dieses Minispiel habe ich jetzt halt besser im Griff. Das will ich euch nochmal zeigen. Ich habe auch Mittel geschafft. Schwer ist noch nicht möglich, wegen fehlender Karten. Und ich spiele nochmal kurz mit euch. Einfach Modus. Es hat natürlich was mit den Zahlen hier zu tun. Und ich habe einfach nicht gewusst, wie ich die Karten platzieren soll. Machen wir mal eine recht hohe Karte vielleicht. Mit Glück hier. Mal gucken, was er tut. Er setzt sie dahin. Okay. Dann hole ich mir die zwei Karten. Vielleicht mit dem hier. Dann habe ich die beiden Karten schon mal auf meine Seite, die blaue Seite. Jetzt holt er sich das wieder zurück. Aber ich habe immer noch mehr. Jetzt schauen wir mal. Hier habe ich noch 6. Ich habe 6, klar. Dann kann ich den hier nochmal mitnehmen wenigstens. Schauen wir mal. Vielleicht gewinne ich oder verliere ich. Wir werden sehen, was er tut. Er nimmt mit denen hier wieder. Aber schauen wir mal. Der hat oben 4 auf der Seite. 4, naja, dann nehme ich den hier so her. Dann gehört er auch wieder mir. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich gewinnen, ne? Wir werden gewinnen. Er legt es dahin. Und dadurch gewinne ich, yeah. Ich liebe die Musik. Nächstes Mal gewinne ich. Gut. Wir sind auf der Suche nach den Bomben. Ich weiß nicht, wo die Bomben sind. Wir schauen uns noch mal ein bisschen rum. Weil ich dort auch noch ein paar Secrets gerne entdecken. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der Heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. Das war solch ein so schöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Okay, normalerweise hätte so ein Bengel Bomben. Schauen wir mal, wie die Ladezeiten jetzt wirklich sind. Das seht ihr, wie schnell das jetzt ist. Das geht jetzt ratzfatz. Das ist echt eine Wohltat. Ich lebe schon seit 60 Jahren in Agoy. Und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen. Genau wie in alten Zeiten. Huhaha. Letztes Mal haben wir die Super-HD-Grafik freigeschalten. Geil. Bedauere, da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum sollte ich ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Okay, vielleicht muss ich nur irgendwas retten. Ich weiß es nur bloß nicht, was. Ich war ein Abenteurer wie ihr. Doch dann traf mich ein Pfeil im... Nun, sagen wir, ich konnte eine Weile nicht sitzen. Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Okay, ist ja klar. Redet mal mit Garin, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Ach so, den glatzköpfigen. Ach ja, muss ich mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Schade, ich versuche jetzt gerade irgendwie zu rennen.
Geht das? Nö. Nö, nö, nö. Nö, ist gleich. Ist alles gleich. Ich habe auch ein bisschen den Sound leiser gemacht. Ich fand ihn zwar gut, bis jetzt aber trotzdem ein bisschen leiser machen. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu der Markia-Armee und habe keins von diesen Dingern aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Goy und seine Bewohner. Okay, vielleicht. Nein, 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 nicht du. Ich wollte den Kleinen nochmal folgen. Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Okay, alles klar. Na toll. Dann machen wir das so. Die gute Frau hier. Die hier. Ihr seid auf Bomben aus, dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. Gibst du sie mir auch? Die alte Dame, wo ist die alte Dame? Ist das die alte Dame? Das ist nicht die alte Dame, nein. Ach nein, die alte Dame, die auch am Brunnen ist, natürlich. Ach, rennen wäre schon eine irgendwie angenehme Fortbewegungstätigkeit. Mir fehlt das Wort richtig dazu. Darum habe ich es irgendwie charmant umgangen. Bomben, sagt ihr? Hm, ja, in meinem Keller habe ich welche. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen diese mächtigen Bestie den Garaus machen. Hilfsoffizier Raylan hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Also, diese Rennerei ist jetzt ganz gemein. Gott sei Dank haben wir den DVD-Player dabei. Hm? Dann können wir wenigstens richtig Filme gucken. Das ist doch der Typ bestimmt. Ach, Manu. Sag an. Der Drache? Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große runde Krater, verkohlte Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei dem Kratern spielen. Wirklich, Kinder so einfach in der Nähe eines Drachen zu lassen? Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Sitz. Ernsthaft, jetzt bitte. Ist doch gut, ist doch gut. Das ist wie ein Rollenspiel. Geh nach A, nach B. Bist du das? Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das wäre... Mal, das alte Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kamen die Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicher aufgehoben sind. Jetzt laufe ich wieder zu diesem kleinen Kind hier. Bedauere, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich weiß nichts über Bomben und warum solltet ihr eine Bombe brauchen wir haben? Okay, dann warst du das doch nicht, dann ist es das am Brunnen. Ja, das ist ja auch im Brunnen gewesen da, ne? Ach, ärgerlich ist das. Ganz mieses Kino. Bäh, das mag doch keiner. Bäh. Ich kann mich noch erinnern, bei Foxys zockt. Das ist echt ein bisschen gemein, nervig. Jetzt lauf doch nicht weg. Also, ich lauf dir entgegen. Ist noch besser. Meine Mutter weiß von den Bomben. Das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Gibt es jetzt... irgendwie eine Musik? Nein. Sie heißt ja Karis, aber ich bleib jetzt bei Karis. Klink! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Boah, hab ich mir jetzt erschrocken. Boom! Ja, klar. Yay, yay! Ausgezeichnet, dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Jetzt habe ich natürlich die ganze Zeit ihn trainiert auf Level 10 und sie ist jetzt natürlich immer noch auf Level... 6, aber mal. Jetzt wollen wir doch die Bomben einsetzen, oder? Können wir das so einsetzen? Nein. Schriftrolle der Kristall. Aha. Aha. Jetzt haben wir es gespeichert. Jetzt wollen wir doch mal nochmal in den Dungeon zurückgehen. Wegen dem Bombeneinsatz. Ja. Die Musik ist grausam einfach. Okay. Sie hat neue Zauber gelernt.
Und schauen wir mal. Also hier, den mache ich so kaputt. Magie. Heilung X-Kristall. Jetzt zeig mal dein X-Kristall. Wow. Awesome. Yeah. So macht das echt wieder Spaß. Und wir greifen einfach so an. Das müsste auch so gehen, oder? Naja. Aber der X-Kristall ist schon viel stärker. Oh yeah. Wir wollen zurück. Wir wollen die Bomben einsetzen. Ich war darauf vorbereitet und jetzt wirst du sterben, du komisches Insekt. Einmal so. Au. Oh, das ist gemein. Dafür kriegst du ein X-Kristall in den Arsch geschoben. Oh yeah. Ich drück das jetzt ein bisschen weg. Das kennen wir ja schon. Oh yeah. Es gibt auch noch einen anderen Gegner, so eine riesen Schildkröte. Schauen wir mal, vielleicht kommt die auch noch. Au. Einmal kriegst du eine rein. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den X-Kristall einsetzen. Das mache ich jetzt gleich. Die Magie. Es geht anscheinend keine MP zu Neige. Man kann das immer wieder einsetzen. Das ist dann gut. Dann ist ja gut. Bitte. Ich war doch schon drin. Mensch. Ich wäre so was von drin. Au. Du bist gemein. Du, was auch immer du bist. Du, Wespe, du. Kriegst du eine rein? Wow. Oh, überlebt? Das ist nicht schön. Das macht aber dann nichts. Dann machen wir einfach so angreifen. Das müsste eigentlich ausreichen. Und die Freude ist groß. Ja, eben. Siehst du, ich war ja schon drin. Guck mal. Kann die Bomben einsetzen jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Darum nehme ich jetzt erstmal kurz das Schwert wieder. War doch ja hier. Okay. Dann ging ich jetzt zurück und da war schon nochmal so eine Stelle, wo ich eine Bombe einsetzen kann. Oh, weglaufen. Kling. Ausgrabungen. Jo. Freigeschalten. Was kriegen wir denn? Wahrscheinlich kriegen wir einen Stern oder eine Karte. Stern von Evoland. Ja, wir haben 10 Stück gesammelt. Jetzt haben wir auch Erfahrungs-, also so ein Achievement wieder bekommen. Und es gab nochmal irgendwo eine Stelle. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, wo die war, aber wir suchen jetzt danach. Gibt's doch hier noch Gegner hier? Und ihr seht, wow. Jedes Mal, wenn dieser Magier kommt. Ach. Ich hab doch jetzt das Masterschwert. Müsstest doch eigentlich den Schiff voll vernichten, ey. Und da war doch noch so eine. So ein Riss. Weglaufen. Super, das läuft. Das läuft echt super. Das gefällt mir. Und natürlich ist da eine Kiste drin. War nochmal so eine Stelle irgendwo. Einfach nur 2 Sterne, okay. Na gut zu wissen. Ist ja okay. Ist okay. Du, was dann hier da war? Oh, waren solche Dinge. Warte mal. Schauen wir mal. Komm her. Jo. Weißt du, jetzt räche ich mich aber gewollig. Aha, das ist jetzt wieder runtergefahren. Alles klar. War dann, da war doch auch so ein Zauberer. Jo, da war einer. Ja, hoffentlich lasst ihr mich jetzt in Ruhe. Hm. Da ging, glaube ich, einfach nur nach oben. Jetzt gehe ich mal einfach nach oben nochmal. Weil ich mir. Das ist jetzt ganz gemein, dass der jetzt da ist. Ja, der portet sich einfach hier weiter hoch. Bitte. Bitte lass mich einfach nur in Frieden sterben. Also, ich will doch gar nichts von dir. Ah, du. Du böses, gemeines Mistviech, du. Wo ging es denn nochmal lang? Hier. Ach. No. Yes, hab dich erwischt. Aua. Das verreg ich nur mal wegen euch, ja? Da war es eigentlich nicht. So viel Spaß muss ich nur sagen. Komm her. Oh yes. Erwischt. Erwischt. Das ist blöd, dass das Herz so auf dem Wasser ruht. Aber da kann man auch jetzt nichts machen. Okay, da waren ja die Bomben recht hilfreich. Ja. Ja, jetzt hat.
Ja, komm. Ja, muss man ein bisschen vorher legen vielleicht. Gischogosch. Einfach zerfetscht, das ist ja schön. Mei, ist das schön und hilfreich. Jo. Ach, muss man ein bisschen warten. Ach, das war doof. Yes, hat's denn noch erwischt. Also die Bomben sind auch mega OP. Huh? Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Ach ja, ihr hat's da noch. Huh? Warte mal, da gibt's auch ein Archivmat, wenn ich, glaube ich, mit der Bombe so eine Fledermaus erwische, oder? Yes. Ausrotter. Yes. Habe ich bekommen, das Archivment. Ich habe deine Fledermaus mit einer Bombe getötet. Ich bin ja so grausam. Oder mehrere vielleicht sogar. Hm? Jo. Oh, das läuft. Das läuft. Das macht mir sehr viel Spaß. Hier war ich ja schon. Ich glaube, dass ich hier nicht so wirklich weiterkomme. Aber ich könnte nochmal zurückgehen und dann in diesem einen großen Raum da auch mal arbeite. Mich durcharbeite. Irgendwie ist es zu. Dann kann ich hier nochmal runter. Und dann waren diese Windhosen hier, gell? Ja. Jetzt warte ich nochmal geschwind. Und geht nochmal ganz nah hier ran. Da konnte man auch gut runterfallen. Dann kam ich ja auch zu einer Kiste. Nee! Ja, toll. Ach, dann lassen wir's. Das waren nur die zwei. So kann ich mich erinnern. Na, dann können wir auch wieder weitermachen, würde ich mal sagen. Haben wir jetzt schön Zeit verloren, das ist schön. Macht ja nichts. Hat sich sonst hier nichts verändert, glaube ich, an Qualität und Hot Sex im Knuffigseins. Das habe ich ja nicht... Doch, ne, passt. Passt, passt also. Für mich passt jetzt. Die zwei Sterne habe ich gesammelt. Schade, keine Karte. Und... ich bin jetzt raus. Ich bin hier rausgegangen. Ach. Komplett raus. Hier muss ich lang. Gott sei Dank gibt es hier keine Zufallskämpfe. Obwohl zurückgehen wäre auch mal nicht schlecht gewesen. Aber wir wollen mal Fortschritt erleben. Ernsthaft jetzt? Oh. Das ist so gemein, ey. Das ist nochmal. Warum? 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 Jetzt komm hier. Komm hier, Süße. Er cheat mir genauso viel ab. Oh, wow. Aber keine Fledermaus irgendwie, ha? Huh? Komm hier. Ja, toll. Yes, sir. War vorhin besser, ha? Doch, Fledermäuse. Uiuiui. Komm her. Ah, wo? Oh, voll ins Kreuz, ha? Ja. Yeah. Hab ich dich denn so ins Kreuz erwischt, ha? Kleine. Oh, nochmal so eine Fledermaus. Seht ihr jetzt gar nicht, weil die Sonne so blöd reinscheint. Jetzt. Oh. Ich hab mich treffen lassen. Jetzt. Jetzt wollte ich. Gar nicht treffen. Ja, jetzt habe ich ihn noch mal besiegt, okay. Das ist jetzt gemein, ey. Ach, das ist gemein gewesen jetzt gerade. Seht ihr gar nicht mehr heute. Na wirklich. Und du noch. Bah. Okay, ich muss mal die halt nochmal machen. Oh, das war jetzt kritisch. Heile ich mich mal wieder. Wie schaut's denn eigentlich mit uns aus? Ja, genau, die Schildkröte da. Nee, der schaut ganz gut aus, okay? Mit uns. Alles gut. Also, ihn nochmal treffen. Und bitte dann die Magie mit den X-Kristall auf die Schildkröte. Jawohl. Zieht ordentlich ab. Und nochmal den hier. Zufallskämpfe müssen wir halt mitnehmen. Das hätte ich jetzt auch nicht machen müssen. Wir machen jetzt nochmal einen schönen Angriff. Wenn er das überlebt, machen wir den X-Kristall. Obwohl, den X-Kristall habe ich gesagt. Bitte, junge Fräulein. Ja, okay, tut mir leid. Ich habe halt nicht aufgepasst. Und dann heilen wir uns vielleicht nochmal. Und dann gehen wir zum Heiligen Heim.
ist nur so eine Schmeißfliege. Machen wir schon One-Hit. Fertig. Und dann geht's weiter mit der Story. Nochmal den hier. Entschuldigung, dass ich das mit der Höhle nochmal machen musste, aber das musste einfach sein, wegen den Sternen. X-Kristall auf den hier. Dann ist der weg. Oh, zieht aber ordentlich was ab, muss ich schon sagen. Dum, dum, dum. Kein Level für sie. Okay. Na? Der Schereige. Wir speichern den ganzen Fortschritt. Wir können einfach durchlaufen. Oh, wie schnell das lädt. Das ist herrlich. Als ich das immer gelevelt habe, war ich immer hin und her und hin und her. Hat mir doch irgendwo her schon. Wir wollen speichern auch. Nein, speichern wollen wir nicht. Braucht sich nicht. Gut, weiter im Klartext. Schauen wir mal, was wir noch alles so erleben werden. Mit dieses Kind. Das Kind mit dem Schmetterling. So gemein. So awesome ist das Kind. Wir werden alle retten natürlich. Denn wir können das. Wir können alle retten. Ich weiß ungefähr, welche Richtung wir gehen müssen und sollen. Ist dieser Weg hier runter. Solange es nur ein Schmetterling ist. Ein wunderschöner Schmetterling ist das. Au, lass mich doch in Ruhe. Daneben. Dann mach ich's mit Magie, okay? Klingt, keine Sorge, ich schaff das schon. Ja, yeah, ich bin die Beste. Was auch immer, Elfin. Wir gehen jetzt zum Elfenheil.